Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu XCOM 2, Operation Eisiger Gestank. Heute zu, wir müssen den Truppentransporter überfallen und das hier war unser Setup mit Boss Lady. Und ich habe überlegt, ob sie vielleicht nicht einfach nur Boss heißen sollte. Ich glaube, mir persönlich würde das ausreichen, denn sie benimmt sich nicht wie Lady. Vielleicht kann man es daran festmachen. Genau. N heißt jetzt DEFCON, finde ich auch ganz nett. Und ja, Black Mamba habe ich nicht. Na dann, ein Beutezug. Missionsschwierigkeit ist hier schwer angegeben. Ob das was für mich ist, weiß ich nicht genau. Die letzte Mission lief immerhin makellos. Das Team ist motiviert, ich bin motiviert. Und mal gucken, ob wir da irgendwas von umsetzen können, was wir jetzt neu dazugekommen haben. Ja, als erstes fällt mir da halt Lockdown ein mit ihrem Abschusszone. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Sie hat immer noch nur 3 Schuss. Das ist halt ein bisschen wenig, ne? Wenn man jetzt 4-5 Gegner treffen würde und die in dieser Abschusszone hat, könnte sie halt 4-5 Mal schießen. Das heißt, wir brauchen wirklich dieses erweiterte Magazin und das geht aber mit der Waffe. Also, da müssen wir halt sehen, dass wir da jetzt weiterkommen. Der Atlas-Truppentransporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Okay, alles kaputt machen, das kann ich. Wo ist er denn? In welche Richtung müssen wir? Es ist nicht genau zu erkennen, aber ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Naja gut, wir sind verdeckt, das heißt, wir können hier schön nach vorne springen. Vielleicht nicht ganz so weit. Nicht so, dass wir nicht in Deckung sind. Feindliche Einheiten entdeckt. Aha, ja, es scheint also tatsächlich in die richtige Richtung zu gehen. Tempo. Wir bringen uns erstmal komplett hier drüben in Stellung. Dann mal los. Tja, sie ist Scharfschütze, hat aber hier leider keine erhöhte Position. Aber eine ziemlich gute Reichweite auch. Ich glaube, ich kann sie... Ah, es geht hier. Aha, ein bisschen in die Richtung, alles klar. Na, dann kann sie auch hier hin. No need to ask twice. Und Emma, kann sie hier oben stehen? Nee, das ist zu hoch. Sie kann aber tatsächlich schon hier hoch. In diese Richtung sind keine Gegner. Sehr schön. Diese Killzone, na, das werden wir dann vielleicht in der nächsten. Halte die Augen offen. Mal gucken, wo die hingehen. Ja, sie kommen uns entgegen. Das ist sehr gut. Ja, ausgezeichnete Position. Lockdown. Zielt in diese Richtung. Wer öffnet jetzt mit einer Granate? Lassen wir das N machen. Wir sollten es jemanden machen lassen, der eine schlechte Zielgenauigkeit hat. Kann man das nochmal sehen? Kann ich nicht hier draufklicken? Habe ich jemals den Charakterbildschirm schon aufgerufen in einer Mission? Okay, was hat sie denn hier für Ziele? 71 auf den da vorne. Na, wir machen das. Wir machen es nicht. Wir machen das so. Er macht Feuerschutz. Sie öffnet mit einer Granate. Ich guck mal ganz kurz, ob sie da auch rankommt. Sie würde ich hier offen halten.
gibt einen Feuerschutz. Ja, kommt ran, sehr gut. Und dann gibt es hier auch Feuerschutz. Ja, ich denke, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Den können wir so umsetzen. Köpfe runter! Okay, er hat die Beförderung bekommen. Gut gemacht. Sandra. Ich lasse das hier sie so machen. Hey, genau so. Ziel ausgeschaltet. Wir haben das gesehen, ja, sie haben es gesehen, natürlich. Ich finde die wirklich cool. Oh, und sie ist immer noch... Ist das immer noch ihre Killzone? Was hat den Anschein? Wirklich super. Abschuss. Also sie sind Schwierigkeiten auf jeden Fall. Sie positionieren sich neu. Irgendwas stimmt, aber ich werde krank. Ah, zwei sind vergiftet. Das ist natürlich nicht so schön. Bin getroffen. Ich will nach Hause! Ah, das ist natürlich daneben zwar, aber sie hat ja jetzt Holo-Zielen. Das heißt, wir haben einen kleinen Bonus auf die Zielsicherheit der anderen. Oh, und sie kann sogar zweimal schießen. Das finde ich schön. Sie muss leider nachladen. Jetzt, ja, wie gesagt, keine Möglichkeit, ihre Waffe da irgendwie noch irgendwas einzubauen. Aber auch das Gauss-Gewehr oder ja. Klasse natürlich, wenn es irgendwie geht. Ja, dass sie nun in Panik ist. Ach, es sind beide in Panik, wie es aussieht, ne? Okay, sie sieht ihn nur, kann aber leider nichts machen. Wäre natürlich schön, wenn sie ihre Waffe irgendwie rausholen könnte. Wir versuchen es erstmal. Oh, das sind nur 50%. Warum? Ihre Zielgenauigkeit ist jetzt nicht so besonders. Das wird kein Kill hier. Okay. Das ist das einzige Ziel für sie, also warum nicht? Ist ja nie. Vielleicht ist ein kritischer Treffer dabei. Schwacher Treffer. Ja, nur ein Streifschuss. Ah, was kann er machen? Er hat hier nur 49. Immerhin 77. Wir haben nur eine Medikit-Teilung. Das heißt, wir müssen bei einem
wirklich warten, bis das Gift aufhört zu wirken. Aber ich denke, wir können es auch tatsächlich eine Runde machen. Blendgranate reicht nur dort hinten, ist dann aber ein sicheres Ding. Also ich mach das mal. Ich gebe sie jetzt schon aus, um Sandra da hinten rauszuholen. Ich hoffe, dass die Blendgranate so wirkt. Ja, Sandra wird losgelassen. Sie kann dann auf die hier vorne schießen. Sehr schön. Beatrice wird diesen Schuss. Tja, und sie macht es mit dem Schwerthieb und hoffentlich reicht es nicht aus. Sie reicht nicht aus. Aber sie hat sehr verfehlt. Trotzdem sie desorientiert ist, sie ziemlich genau getroffen. Schade. Beide sind noch in Panik durch die Vergiftung. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Wir greifen von hier aus an. Klar, kletter durch über den Stein, du brauchst nicht. Irgendwie dran vorbei raus. Feind neutralisiert. Wir haben tatsächlich nur einmal Heilung. Ne? Wir müssen die beiden mit ihrem Gift hier leben lassen. Feuerschutz! Wir geben hier Feuerschutz, sie darf nachladen. Und ja, sie kann sich dann für die nächste Runde schon mal in die Position bringen. Und Lockdown muss ebenfalls nachladen. Ich bin bereit. Und von der Positionierung her ist das schon mal ein Feuerschutz. Ja, die Vergiftung wird sicherlich irgendwann nachlassen. Nicht mehr vergiftet und ja, Panik ist auch weg, sodass Sandra jetzt zurückkommen kann und Martin heilt sie dann. Und, ja, vielleicht machen wir das hier. Begebe mich zu dieser Position. Zurück in den Kampf mit dir. Ja, zurück mit dem Kampf. Lungern nicht so. Und ab geht's. Tja, beide sind ja immer noch erschüttert. Ne? Sie haben also einen schwachen Willen und so. Das hilft natürlich nicht, ne, dass sie hier in Panik geraten. Jawohl. Und angegriffen und vergiftet werden und so weiter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das irgendwann mal nachlässt. Ja, und dass ihr Wille wieder gestärkt wird. Von hier aus findet sie nichts. Sicherlich auch den Kletterhaken benutzen können, um darüber zu kommen. Aber ich glaube, er ist noch im. Sie haben mich erwischt! Immer noch? Nee, ne? Jetzt ist es vorbei. Okay. Tja, wenn jetzt wüsste, wo wir Gegner haben, ich denke. Ich meine, Gefechtsscanner, wofür soll der sonst gut sein? Werfen wir den einfach mal so mitten rein.
Gar nichts, offenbar. Tja, in dem Fall würde ich fast sagen, warten. Möglicherweise sind die auf Patrouille und kommen später irgendwann. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Ich bin der Meinung, dass wir die beiden hier ein bisschen verteilen sollten. Einfach um die Gefahr, naja, niedriger zu halten, dass sie in Panik geraten und sich dann gegenseitig irgendwie was antun. Ich weiß nicht, ob ich erst hier draußen nochmal gucken sollte. Rücke zur Zielposition vor! Begebe mich zum Ziel! Schon dabei. Mir geht nichts. Eventuell ist ja auch was zu hören, ne, dass wir Geräusche wahrnehmen irgendwo in der Nähe. Aber bisher war nichts. Auf geht's. Schon unterwegs. Es geht auch nicht allzu weit hier in diese Richtung weiter. Also ich denke, wir können hier mal ganz vorsichtig am Rand lang. Mir entgeht nichts. Okay. Edmund ist hier. Ach ja, also doch. Das ist schon da, wo wir den Scanner hingeworfen haben, finde ich. Also hätte er uns auch zeigen können. Aber wer weiß, vielleicht sind die auch gerade erst dort hingegangen. Mal sehen, wen haben wir denn noch? Black Mama hat ein Ziel, 72%. Emma hat 88, 100 auf dem Mac. Kommen wir mit dem Abschuss ganz gut, ja, kommen wir auch ganz gut hin. Wir sollten das machen. Wir sollten mit ihr möglicherweise auf ihn schießen. Ich denke, das ist in Ordnung. Leider einen Schaden zu wenig. Position bestätigt. Das haben wir. Wir haben ein Hilfsprotokoll und das geben wir auch jemandem. Ich denke, dass wir... Tja, womit ist man wirklich besser dran? Ja, ist man besser dran, wenn man weiter hinten steht und eine halbe Deckung hat? Oder so ein bisschen weiter vorne und eine volle Deckung? Wir haben... Haben wir einen Lanzenträger hier? Ja. Ihn. Okay. Das heißt, das wird sie möglicherweise nicht überleben, wenn er angreift. Wir haben 9 Hitpoints. Nähere mich der Zielposition. Das heißt, wir geben... Wir geben ihr dort das Hilfsprotokoll. Den Rest muss dann Lockdown.
Wenn sie ihn verfehlt, finde ich das erstmal nicht allzu schlimm. Wen greift er an? Da vorne. Das könnte ein Kill sein. Sehr schön. Erledigt. Und jetzt nochmal auf ihn, genau. Im kritischen. Ah, schade. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Sie wird hier nicht aufhalten. Das macht zwar 5 Schaden, aber dadurch, dass sie schon wieder uns greift. Inan, das ist ungewöhnlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber er hat tatsächlich weniger Hitpoints als Sandra und wäre möglicherweise ein Kill gewesen. Okay. Für mich ist eine Säuregranate hier eigentlich ganz nett. Hier steht jetzt leider nicht, wie viel von der Rüstung kaputt geht. Ich würde sagen, das probieren wir das hier wirklich aus. Ich meine, was hiervon sind meine Vorräte? Ist das hier in den kleinen Containern drin? Vielleicht warten wir mit explosiven Stoffen noch ein bisschen. Sandra kann das wieder mit dem Schwert machen, glaube ich. Kontert er das? Wäre natürlich übel. Aber nein, macht er nicht. Abschuss bestätigt. Wir bringen sie in eine etwas bessere Position. Das kann ich machen. Sie muss schon wieder nachladen. Also ihr Magazin ist definitiv zu klein dafür. Man hat es grundsätzlich mit 3 Gegnern zu tun. Also da müssen wir was machen. Und wieso kann sie nur... Ach so. Der ist zu weit weg. Riskant, ne? Also sind wir dann hier dicht genug dran, um mit der Pistole auf ihn zu schießen? Ich glaube nicht. Und wie viel Granatenmunition hat er? Kann er das nochmal machen? Ist es schlimm, dass wir hier so auf einem Haufen sitzen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich eine Granate einsetzen, anders kommen wir jetzt hier nicht in Sicherheit, glaube ich. Wenn es sein muss. Ja, es muss leider sein. Ne? Vielleicht schaffen wir es, möglichst wenig von den Behältern zu treffen. Die Säure. Wir haben dann die Chance, dass er möglicherweise in der nächsten Runde, also zu Beginn der nächsten Runde, stirbt aufgrund des Säurebrands. Und möglicherweise macht er es auch hier. Abschuss. Der trägt vielleicht was mit sich rum. Renaissance 5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Okay, das war's schon. 4 Soldaten verwundet. Oh, es wird nicht besser. Es
haben wir denn? Trefferquote nur 50%, Durchschnittsschaden 3, immerhin 1,1 Feinde getötet, also pro Runde ein Feind. Neuer Rekord. Lockdown, ja, im Schaden ganz vorn. Die meisten Angriffe hat Boss ausgeführt. Jessica. Sandra hat am höchsten angegriffen worden und am weitesten ist auch Sandra gelaufen. Sie ist auch befördert worden. Und noch jemand habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach hier, Marty. Ja, ich drücke mal drauf. Das ist nicht gut. So, MIDI-Protokoll, der wird also wie angedeutet unser neuer Medic. Sie bekommt jetzt ruhige Hand. Entdeckung gewährt den ersten Schuss der nächsten Runde plus 20 Zielsicherheit. Okay, sie ist immer in Deckung. Plus 20 auf den ersten Schuss, aber das bedeutet plus 10 und plus 10 kritisch für jeden Schuss. Und sie bewegt sich so gut wie. Also, zumindest, oder doch, nee, sie hat ganz schön lange an einer Position ausgeharrt, also den ersten Angriff. Das ist auf jeden Fall wert, glaube ich. So, dann haben wir Sandra. Schattenschritt finde ich, glaube ich, nicht super. Sie löst keinen Feuerschuss oder Reflexschuss aus. Sehr wichtig, nicht nur, weil ich das immer gerne vergesse, sondern weil wir auf diese Art und Weise dann auch an entsprechenden Gegner rankommen und dann Typschwert ausschalten können. Oder zumindest eben diesen Feuerschutz entfernen. Also wir haben einen Stecher, was ist das? Sie sagt, verfügt beim Schießen bei den Chancen von 5%, dass der Schuss in der aktiven Runde keine Aktion kostet. Okay. Nicht verkehrt. Und ja, dieser Repeater. Das muss ich mir wieder überlegen, wo es hingeht. Und wir haben Illyrium geborgen. Sehr schön. Jede Menge Kristalle, Legierungen. Also es hat sich gelohnt. Und der Kern war, glaube ich, für irgendeine Forschung wichtig, da müssen wir mal gucken. Schildträger war tatsächlich jetzt zum ersten Mal dabei, bin ich nicht weiter drauf eingegangen. Eine Einheit, die seine Befreundeten mit Schild versorgt. Quartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Neue Rekruten wird gemacht, ja. Truppe unterbesetzt, natürlich durch die Verletzungen. Ich weiß nicht, wo die Mannschaft diese verdammten Advent-Burger herbekommt. Aber wenn ich noch eine weitere Verpackung unter einer dieser Steuerkonsolen finde, ist hier die Hölle los. Advent-Burger? Die schmecken bestimmt nicht noch. So. Heather. So etwas wie ein Joker und ohne nennenswerte offizielle Ausbildung. Ich weiß nicht, ich gucke jetzt glaube ich nur nach. Emma sieht ein bisschen maskulin aus. Das hier ist Emma. Für ja, Kunst des Überlebens. Großes Selbstvertrauen. Eroberung. Nehmen wir. Seth Gecko, ja, okay. Jana Schmidt. Nee, Jana nicht. Ich nehme Heather und dann gucken wir mal, ob das reicht. Dass wir damit neue Befehle, Commander. Unsere Truppe ausrüsten können. Ich wollte. Ich wünschte, wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Wenn er dieses Schiff schrottet, händige ich ihn persönlich Advent aus.
Genau, die Plasmagranate würde ich erforschen. Das dauert 5 Tage. Gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Und machen wir das noch? Können wir das überhaupt ändern? Das wäre jetzt gut, ne, die Reihenfolge zu ändern, aber tatsächlich wird Blue Screen Protokoll vorher angesetzt. Ich glaube, dass die Granate wichtiger wird. Ah. Erledigt. Man muss nur hier außerhalb dieser Auswahl sein, dann geht's. Ausgezeichnet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerade so. In 4 Tagen ist Jessica wieder da und beide sind immer noch erschüttert. Wahrscheinlich, weil sie verwundet wurden. Also. Aber in der vorigen Mission wurde keiner verwundet. Und sie haben sich trotzdem nicht erholt. Also. Weiß ich nicht genau, wie lange das dauern soll. Was kann ich für Sie tun, Commander? Können wir noch irgendwas herstellen? Gerade nicht. Dann glaube ich nur das Scannen übrig. Ja, weitere Vorräte, na klar, warum nicht? Avenger berechnet neuen Kurs. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch nichts weiter zur Auswahl. Nee. Ist wieder für 7 Tage Scan für 100 Ressourcen oder so. Kommunikationszentrale ist jetzt fertig, auch sehr schön. Das heißt, wir erhöhen die Anzahl der Kontakte. Einrichtung ansehen, das können wir kurz machen. Verbessern brauchen wir das, glaube ich, noch nicht. Reicht das mal soweit und ich glaube, wir sollten anfangen, hier unten auszugraben. Bauen können wir sowieso nichts. Hier gibt es Vorräte und Legierung. Ich glaube, dann fangen wir hier an. Wäre auch ganz gut, jetzt noch ein paar Ingenieure zu bekommen, damit das dann ein bisschen schneller vorangeht. Aber wir brauchen sie hier, glaube ich. Nicht. Nee, sie können da unten ruhig mitnehmen. Mhm. Alien-Verschlüsselung ist jetzt fertig. Die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ja, wir können jetzt so ja, ihre Kommunikation und so weiter abfangen und Informationen, die wir aus dem Netzwerk ziehen, die wir noch nicht ziehen, weil wir keinen Schädelstecker haben, halt entschlüsseln und wir können die Schattenkammer bauen. Die ist nicht schlecht. Diese Einrichtung ermöglicht Dr. Teigen und Chefingenieurin Chen die Durchführung hochspezialisierter Projekte zur Entschlüsselung der wertvollsten Geheimnisse der Aliens. Und die Schattenkammer versorgt uns mit der Information, was uns in den Missionen erwartet. Autopsie wird uns sicherlich auch was bringen, aber ich denke mal, dass wir jetzt sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Neues Ziel hinzugefügt. Ja. Okay, wir sollen die Schattenkammer tatsächlich schon bauen. Verständnisses der Alien-Verschlüsselungsmethoden können wir nun eine Einrichtung speziell zur Analyse sämtlicher geborgener Materialien errichten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun haben. Ich schlage vor, sofort damit zu beginnen, Commander. Nee, tatsächlich wird es nicht meine Priorität sein. Hier können wir durchaus einen Soldat unterbringen, glaube ich. Ich überlege nur, was wir hier. Was? Heather vielleicht? Und wir machen. Aus ihren Grenadier.
Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Gut, gut. Dann scannen wir weiter. Das ist der Schädelstecker, der Zugang zum Alien-Kommunikationsnetzwerk. Ja, wir hacken uns sozusagen in den Kopf eines Aliens. Aber wir müssen, glaube ich, das Ding hier noch bauen, oder? Ich weiß nicht genau. Gucken wir ganz kurz. Obwohl, wir müssten es eigentlich haben, wenn wir die Soldaten anzeigen und zum Beispiel... ja, wir nehmen jetzt einfach sie. Ja, gut ausgerichtet, sie. Ja, doch, wir haben Schädelstecker, genau. Ne, gewährt Zugriff auf Neurochips bestimmter Feinde. Schädelauswärter haben wir noch nicht, ne, müssen wir einbauen. Dann kriegen wir halt Informationen dadurch, also die Chance auf Informationen. Und naja, so müssen wir halt demnächst mal ausprobieren. Kann nur im Nahkampf eingesetzt werden. Was steht da unten noch? Ja, also verlangt genau, dass der Anwender neben seinem Ziel steht und versetzt das Ziel in temporäre Stasis, aber nach dem Angriff wird er automatisch getötet. Also wenn es gelingt, damit zuzugreifen, dann ist derjenige dann auch tot. Okay, wer kommt wieder an? Jane kommt wieder. Noch leicht verwundet. In 3 Tagen ist Martin wieder da. Und deswegen ist das erste, was ich jetzt als nächstes baue, wenn wir die Gelder dafür haben, dieses Kriegszentrum. Da müssen wir nochmal kurz gucken. Erreicht. Hier kann ein Ingenieur eingesetzt werden, um die Genesungszeit zu reduzieren. Und das müssen wir halt wirklich ja, auf den Weg bringen. Wir haben nicht genug Vorräte und Energie. Auch nicht genug Energie. Die Bauzeit ist auch ziemlich lang. Was geht jetzt mit dem Avatar-Projekt? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Mhm. Es geht schon. Wir holen jetzt erstmal die Vorräte. Mal sehen, wie viel sind. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Ah, sehr gut. Puh, ich dachte schon, er sagt, er ist sehr enttäuscht. Wir haben so ein, ja, 2 Wochen Zeit, bis das hier aktiviert wird. Was haben wir da? Das waren diese 2 Blöcke im Avatar-Projekt. Ja. Hm. Naja, wir sollten versuchen, das irgendwie zu verändern. Die holen wir uns gleich. Strategische Ressource gefunden. 61 nur. Jetzt kurz gucken. Ja, doch, wir brauchen die. Ne? Gauss-Waffen werden demnächst verfügbar. Also, wir brauchen schon das Geld. Dann holen wir uns erst das. Avenger berechnet neuen Kurs. Es sind auch nur 3 Tage, die wir hier brauchen. Also. Wenig Zeit für viel Geld. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Zerstörung dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Okay, es sieht aus, als wenn wir nach Westeuropa gehen als nächstes. Die haben jetzt hier 2 Punkte drauf, das heißt, es wirft also das Projekt um 2 Punkte zurück. Eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Zeig her, Teigen. Wir haben die Magnetkanone zur Fertigung. Okay. Gauss-Gewehr und Illyrium kann jetzt erforscht werden. Mhm.
Schussgewehr ist, also das Scharfschützengewehr, sehr schön, das werden wir auch holen. Und Magnetkanone, das ist eben für die schweren. Tja, physisch gesehen sind die Advent-Schildträger den anderen Advent-Soldaten recht ähnlich und ebenso ein Produkt sorgsamer Gentechnologie, das der menschlichen Gestalt nachgebildet ist. Die meisten ihrer einzigartigen Qualitäten verdanken sie Unterschieden in Rüstung und Bewaffnung. Komponenten, die Shen sicher nur zu gern untersuchen würde. Ja, das kann ich mir vorstellen und das kann sie auch tun in 2 Tagen. Ich bin gespannt, was wir dann daraus Ich bin mit den bisherigen Forschungsfortschritten zufrieden. Aber es gibt noch... So. Heather ist jetzt Grenadier. Sehr schön. Ich muss einfach mal weitermachen. Wir mal die Vorräte kriegen. Und ja, Nachricht vom Widerstand. Was haben wir? Es gibt ebenfalls 183 Vorräte und Informationen. Wir sollen ja, jemanden ausschalten. Ich denke, das kriegen wir hin. Machen wir das sofort. Na, 72 Vorräte reicht das, um unsere Waffen zu bauen. Das wäre jetzt die Frage. Oder ist das erst ein Projekt? Nee. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Es kann sofort hergestellt werden. Magnetkanone kostet, beides kostet 150. Ja, also Sniper ist halt... Sie ist unser stärkster. Unser stärkster Soldat im Augenblick. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel Zeit einsparen können, wenn ich wüsste, wie man ihre Sprache übersetzt. Und ja, da will ich wissen, wie lange der Einsatz aktiv bleibt. Machen wir den gleich. Vorräte können jetzt warten. Aber es ist schön zu wissen, dass genug Vorräte da sind, um uns zu ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel erreichen wollen. Mhm. Okay, ja, also die Vorräte sind ja dann genug, um die nächste schwere Waffe zu holen. Gucken wir mal, was wir mit ihr hier machen können. Magazingröße ist jetzt 3 und wenn wir das weitere Magazin. Tja. Jetzt bin ich am Überlegen. Also, das gibt uns halt 4 Schuss und dann müssen wir nachladen und das gibt uns 6 Schuss. Ich baue erstmal das ein. Und. So ist, dann können wir, glaube ich, Beatrice das größere Magazin geben. Es ist schön, dass die Aufsätze übernommen werden. Fällt mir so auf. Ne? Sie hätte eigentlich eine andere Waffe gehabt und ist ziehen worden. Manuell kann man es im Augenblick noch nicht ausbauen, aber so automatisch funktioniert es einfach. Was kann man mit dir machen? Ja, was war das nochmal? So, es kostet keine Aktion. Das gebe ich. Das gebe ich ihr hier. Ich glaube, für einen Ranger ist es wirklich gut, wenn die Aktion dann nichts kostet. Sofort-Kill-Chance, ja, das wäre ja auch nicht verkehrt. Jetzt mal gucken, ob er das hier schon drauf hat. Ja, er hat das schon drauf.
dann warte ich damit. Und was haben wir? Wir haben hier einen Scanner. Und den Mimic Beacon, den müssen wir hier mitgehen. Eigentlich müsste sie auch die Weste anziehen. Rüstung und Waffen ist in Ordnung. Sie kriegt eventuell. Es stehen keine weiteren Granaten zur Auswahl. Nimmt sie den Schädelstecker? Einfach weil sie Platz dafür hat. Und ich mache das Gleiche. Nehmen halt was mit. Ja, hier. Ja. Das finde ich. Er ist jetzt unser. Nee, das finde ich nicht. Das, ja, das kann man weggeben. Nur eine Granate pro Soldat. Okay, dann geht ihr halt ohne. Wir geben Beatrice das mit. Ja, so machen wir das. Okay, einmal verklickt, aber ja. Viel mehr wollte ich eigentlich in dieser Folge gar nicht machen. Ist schon wieder ganz schön viel Zeit rum. Also ich sage danke fürs Zuschauen. Und ja, wünsche mir Glück für den nächsten Einsatz. Bis dann.